Willkommen zurück zu LEGO Star Wars The Force Awakens. Beim letzten Mal haben wir uns auf der Starkiller Base befunden, wo wir uns auch immer noch befinden. Und heute gucken wir mal, wie wir jetzt wohl irgendwie hier von wegkommen wahrscheinlich. Was wahrscheinlich nicht so einfach wird, aber wir gucken mal. Und damit neigt sich quasi halt auch schon die Hauptstory von Teil 7 auch schon so ein bisschen dem Ende entgegen. Genau, ab in den Wald. Notfall immer ab in den Wald. Wie, ich muss hier aussteigen. Nee, finde ich nicht gut. Nee, wirklich nicht. Ja, okay. Ich wollte nur mal ausprobieren und gucken, was ich hier noch so an Steinchen kriege. Wenn ich hier schon so bin, weißt du, dann gucken, was ich hier so eine Möglichkeit, was ich an Steinchen kriege. Was? Wow. Also, ich bin tatsächlich positiv überrascht, wie sich halt die Lego-Spiele über die Zeit halt wirklich positiv entwickelt haben. Ne? Und ich meine, ne, zwischen dem hier und der Complete Saga liegen ja auch schon fast 10 Jahre halt dazwischen. Wäre traurig gewesen, hätte sich da nichts weiterentwickelt. Aber gut, Geschichte fortsetzen. Ja, bitte. Kapitel 10. Das Finale. Ein Finale. Nach Han Solos schicksalshaften Wiedersehen mit Kylo Ren im Herzen des Generators fliehen Finn, Rey und Chewbacca in verschneite Ödland. In das verschneite Ödland. Lendlesen, Mammut, Lendlesen. Hoch über ihnen tobt die Schlacht, doch die Truppen des Widerstands sind zahlenmäßig weit unterlegen. Die X-Flügler scheinen die Verteidigung des Generators nicht durchdringen zu können. Und das Schicksal der gesamten Galaxis hängt in der Schwebe. Okay. Das war's, ich betont. Ich muss ja hier irgendwie was drüber labern, ne? Ich meine, ob ich jetzt hier was drüber labere oder nicht, tatsächlich ist der YouTube-Algorithmus so gut, der erkennt das immer. Immer. Aber wirklich immer, immer. Das heißt, ein Lego Star Wars verdiene ich kein Geld. Wer hätte es gedacht? Ich mache das hier nur für die Zuschauer. Ja! Ja! Wir haben R1 verloren. Es sind zu viele. Was sollen wir tun? Es funktioniert nicht. Wir müssen einige dieser T-Jäger ausschalten, und bevor wir noch natürlich einmal zum Generator vordringen. Okay. Es sind zu viele! Ach, zu viele. Bei so vielen T-Jägern kann man eigentlich nicht daneben schießen. Oh, das ist jetzt schon wieder die Flugsteuerung umgekehrt. Was sollen die Kacke immer? So. Dex, Glück können wir gut gebrauchen. Nur um Sternzerstörung. Der sieht sehr platt aus. Die Dinger hier scheinen auch irrelevant zu sein, ja? Nicht mal hier für irgendwelche Minikits oder sowas. Hier ist... Warte. Das war der Boost. Okay. Da hinten irgendwo hin. Wo? Da. Da war doch nichts. Was soll denn da knapp gewesen sein? Also wirklich knapp, knapper, Knappwurst. Knappwurst. Und da ist schon das Ziel. Und vom T-Jäger wurde ich ja auch schon angehalten, quasi. Ja, wir fliegen zu schnell. Hier kommt die imperiale Polizei. Wenn wir hier lebend herauskommen, müssen Sie mir sagen, wie das geht, Schwarz 1. Ich kann dir sagen, wie das geht. Du schießt 1000 Schüsse. 999 gehen daneben. Und mit dem einen, den triffst du versehentlich. Wolltest du aber eigentlich daneben schießen. Weil Fighter sind sowieso viel besser als X-Flügler. Meine Meinung. Ich weiß, mit dieser Meinung bin ich sehr allein. Wahnsinn,
Schuss, Schwarz 1. Aber Star Wars TIE Fighter, also das Spiel, das PC-Spiel damals, fand ich halt auch besser als das X-Wing-Spiel, das damals in den 90ern irgendwann erschienen ist. Nein, das sind keine Spiele, zu denen ich jemals ein Let's Play machen wollen würde. Aber TIE Fighter war halt einfach besser. Okay? Nicht nur, weil da halt auch auf Seiten des Imperium spielst. Es war halt einfach das bessere Spiel. Ich muss dir nicht sagen, dass du Schaden nimmst. Ach, wirklich? Okay. Ich glaube, ich muss auch niemandem sagen, dass ich mich auch heilen kann, indem ich einfach TIE Fighter vernichte. Schön ist halt wirklich, dass du halt die ganzen Drops von TIE Fighter automatisch einsammelst. Oder halt auch hier von den anderen Dingern hier, ne? Du sammelst automatisch ein, musst halt nicht mal da durchfliegen, hinfliegen, wie auch immer. Du sammelst halt einfach. Das macht das tatsächlich hier im Weltall schon relativ angenehm. Muss man aber wirklich mal sagen. So, wo ist denn jetzt hier der letzte TIE Fighter? Da fliegt einer herum. Wir sind übel getroffen. Wir sind übel getroffen? Ich hab doch gerade einen TIE Fighter getroffen. Warum zählt das nicht? Als, hey, du hast einen TIE Fighter getroffen, hey. Ich glaube, hinter mir war gerade einer. Da vorne ist aber auch einer. So. Schwarz 1, in dem Generator ist ein Riesenloch. Unsere Freunde kamen wohl rein. Rot 4, Rot 6, geht uns Deckung. Bin dran. Geht klar. Alle anderen, feuert auf das Ziel, gebt alles, was ihr habt. Piu, 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 piu. Ja, das ist. Piu, 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 piu. Piu, piu, was denn? Ich war doch nie durch den Graben gerast, Rot 4. Hey, natürlich bin ich das. Okay. Einfach irgendwo hinschießen, irgendwas klappt dann schon. Ach, ihr schuldet einfach alle irgendwem irgendwas. Da kommen ein paar Teams von hinten. Das ist der moderne Todesstern-Trakt einfach. Nein, ich hab das Minikit nicht erwischt. Ich bin zwar durch den Reifen durchgekommen, aber das Ding habe ich nicht erwischt. Okay. Ich werde hier gleich noch zum wahren Jedi, wenn es hier so weitergeht. Mehr Geschütze! Oh Gott. New. Oh. Achtung, Teams. Ich geh rein. Gebt mir Deckung. Verstanden, ich habe auch so das Gefühl, man verliert nicht ganz so viel Steine, wenn man stirbt. Ja, das ist mein Konzept während dieser ganzen Let's Play-Reihe. Einmal auf alle schießen. Das kann ich. Ist doch so. Wer was alles behauptet, hat keine Ahnung. Da kriegt man ja einen Drehwurm. Ich kann verstehen, wenn jetzt Leute vorspulen oder abschalten oder keine Ahnung was. Da tut mir das auch nicht gut. Hey, mach hier die Hände. Hier lässt sich der X-Wing auch echt nicht so gut steuern. So, das war's. Tot. Oberster Anführer, die Treibstoffzellen wurden beschädigt. Der Planet beginnt zu kollabieren. Verlassen Sie sofort die Basis und bringen Sie Kylo Ren zu mir. Es ist Zeit, seine Ausbildung abzuschließen. Die Spinne. Zum Treppen geht's da lang. Sind noch nicht fertig. Hey!
dieses Lichtschwert. Es gehört mir. Hätte er wohl gern, ne? Weil es ursprünglich mal Darth Vader gehört hat. Fehler, der hätte gelöscht werden sollen. Aber keine Sorge. Ich werde das schon berichtigen. Okay. Ich bin doch schon ein wahrer Jedi. Mehr Steine muss ich nicht einsammeln. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas zum Zusammenbauen. Ganz recht. Gib nicht zu schnell auf. Ich bin doch schon dabei, nicht zu schnell aufzugeben. Hier, komm, verdau das. Und das. Zieh das Unvermeidliche hinaus. Ja, 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 ja. Aua, aua, aua. Das ist nett. So richtig viel Schaden machen tue ich nicht. Ich glaube nur hier in diesen... In diesem Quicktime-Moment. Event, wie auch immer. Weil Macht habe ich nicht. Theoretisch ist uns Kylo Ren sowas von überlegen. Aber ich kriege es ja nicht mal hin, zwei Beppos umzuhauen, die keine Jedis sind. Keine Vollausgebildeten. Weg von ihm. Er ist ein jämmerliches Exemplar für die Sith. Ach, guten Tag. Aua. Ah, vielleicht sehe auch nur ich das. Ich weiß es nicht. Hey, das wollte ich nicht. Warum kannst du nicht zuhören? Ach doch, geht. Nur ein bisschen angeschlagen, die Dame. So. Zusammenbauen. Gewehr oder Gewehr? Ich nehme Gewehr. So. Geladen und entsichert. Piu. Okay. Das ist nett. Greif mich einfach an. Du weißt, dass du es willst. Nicht so. Ist echt, ne? Also, da bin ich auch tatsächlich halt so, oder ich mal denke so, in Filmen halt so, gerade so Teil 7, das soll jetzt unser großer, neuer, blöder Bösewicht sein. Eine Enttäuschung für... Gegen mich hast du keine Chance. Für die Leute wie mich, die das Vader so verehren wie Kylo Ren selbst. Ja. Also ich habe tatsächlich die ersten drei Teile relativ schnell akzeptiert als, ne, ja, das ist halt, ne, die Vorgeschichte von Star Wars. Das hier als die Nachgeschichte in Anführungszeichen von Star Wars zu sehen, ich würde es dir abnehmen. Irgendwas fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe nicht. Ich könnte einfach hingehen und es aufheben, aber so sieht's cool aus. Können einfach hingehen und es aufheben. Aber so sieht's cool aus. Okay. So, nu? Bist es. Ja, ich bin es. Das denke ich mir auch immer, wenn ich halt in den Spiegel schaue. Okay. Was kannst du jetzt hier tun? Du kannst hier theoretisch. Okay. Lass mich mal durch hier. Oder auch nicht. Ich kann dich mit der Macht vertraut machen. Du bist ein Monster. Wieso haut das jetzt nicht? Ah, doch, haut er. Okay. Du könntest Armeen befehligen. Nein. Nein. Ja.
Künstlermehl für den. Nein. Einfach nur nein. Das sagt sehr viel aus. Nein. So, zieh. Okay, das ist nicht so effektiv, wie man es vorgestellt hatte. Nein. So. Vielleicht. Das ist auch nicht so effektiv, wie ich mir das vorgestellt hätte. Man kann hier mehrfach dran ziehen. Macht ja auch nur ein bisschen Schnee und Gedöns. Aber nichts, was jetzt Kylo Ren irgendwie beeinträchtigen würde, oder? Nee. Bitte warten. Hier kann ich irgendwas tun. Ich weiß nicht, was es ist. Okay. Ein Schützenschacht, ja. Da. Ist weg. Ist aber weg. Wo ich auch teilweise hinschieße, ne? Je nach Kamerawinkel. Okay, muss man wohl machen, damit man hier an die Dinger da irgendwie rankommt. Oh, gut. An die Minikits mal nicht. Du könntest mit deinem Willen ganze Planeten in die Knie zwingen. Nein. Nein. Kann ich nicht. So, was kann ich jetzt tun? Wie komme ich denn da weg? Komme ich nicht weg. Ich habe auch so das Gefühl, ich baller hier teilweise hier durch die Dinger hindurch. Ich komme da nicht weg. Ich komme wirklich nicht weg. Muss ich jetzt tatsächlich so viel Suchtruinen erledigen, bis ich hier die 6 voll habe? Weil ich hier einfach nur gucken wollte, was es denn hier macht, wenn ich hier rumhänge. Das wäre ein bisschen blöd. Na komm. Kommt doch hier bestimmt noch einer. Da. Okay. Jetzt komme ich da weg. So, was tue ich jetzt mit ihm? Nicht sowas. Vielleicht den dritten Baum nochmal dran ziehen. Aha, wir machen als Schneemann noch so. Jack Frost. Ach nee. Das sieht anders aus. Wie das wütende kleine Kind. So ist er wirklich. Hier kannst du bitte. Dankeschön. So, wir müssen da mal schieben. Ach, Rolle ist okay, aber normal laufen. Der Planet implodiert. Okay. Nein. Nicht hoch, sondern nur zur Seite. Okay. Okay, ist ordentlich. Dann einfach wieder nach rechts. So und so und so. Sieht ja schon fast aus, als müsste das so. Ray hatte wohl einen eigenen Weg. Da oben ist ein rotes Steinchen. Ich will das rote Steinchen. Ich spüre sie in dir. Ich spüre die dunkle Seite. Nutze deinen Zorn. Ja, ja. Akzeptiere. Ich habe die Dunkelheit schon lange akzeptiert. Das Sonnenlicht hat nicht so viel für mich. Deswegen. Dunkle Seite ist schon gut so. Ich komme jetzt auch hoch. Vielleicht mit einer Charakter, der überspringen kann. Lass es zu. Spüre ihre Macht in deinen Adern. Jetzt nicht, vielleicht später.
Mann, mach weiter! Ja, ich mach doch schon. Ja. Ja, genau. Oh, Cookies. Immer den Keksen folgen. Nehmt die Kekse mit, nein! Ihr Schweine! Unsere Arbeit ist getan. Jetzt ab nach Hause. Ja, alles klar, Kumpel, warte. Ah, die Karte ist nun vollständig. Luke. Oh, mein treuer Freund, ich hab dich vermisst. Jo, damit hätten wir das Finale auch gemacht. Jetzt kommt, glaube ich, noch der Epilog, den wir noch spielen könnten. Und auch werden. Und dann auch die ganzen DLCs, die ich zumindest so weit spielen kann, wie ich sie spielen kann. Also die ganzen Zusatzlevel halt. Auch noch. Jo, aber das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge dann machen. Tierjäger, da ist noch eine. Okay, neues Level entdeckt. Gut. Wir sind wieder auf DK. New. So, wir machen schon mal eine Willkommensparty für Luke. Das kann ja gut werden. So, aber ich würde sagen, wie das dann von hier aus weitergeht, das gucken wir uns dann an in der nächsten Folge von Lego Star Wars The Force Awakens. Bis dahin, viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.